Alrighty, seine Damen und Herren, herzlich willkommen zu einem besonderen Video. Wir sind hier im Profil vom Titus aus dem Clan Mauerfall. Der hat mir nämlich gesagt, er würde gerne, dass ich seine zwei Kisten hier aufmache. Wir haben eine Magietruhe am Start, Arena 10, und eine Legitruhe Free-to-Play. Und das habe ich natürlich gemacht auf seinen Wunsch hin. Ich sollte ihn nochmal schnell ein Deck zeigen, mit dem man in seinen Pokalen auftreten kann. Ich habe gesehen, er hat die Nachthexe, und mit der Nachthexe kommst du einfach bei 3200 Pokalen aufwärts, auch gegen Leute an, die 11er Comments haben oder 8er oder 9er Rares. Also schon krass, was man hier auch sieht bei dem Level. Also mit dem Deck einfach mal zwei Siege reingeholt. Kann der Titus gerne mal weiterspielen. Er sagte, ich soll die Gems ausgeben, hier 67 sollten die noch kosten. Ich hatte auch gewartet, aber er sagte, ich soll es machen. Deshalb habe ich gedacht, gut, machen wir mal die Magietruhe hier auf. Freue ich mich. So, wir haben natürlich erstmal ein bisschen Gold dabei. Ich glaube, er hat eine legendäre Karte und noch gar nicht den Eismagier. Das wäre nice, wenn wir es schaffen. Feuerball einmal, Lederbahn, okay. Pogeschützen finde ich jetzt auch nicht so schlecht. Packer, naja, gibt es besseres. Tesla, eieiei. Koboldhütte auch noch am Start. Und die Hexe, na immerhin die Hexe, die ja jetzt bald gebufft wird, könnte deutlich stärker wieder in der Meta reinrücken. Die Hexe, ja, es geht. Ja. Also ein paar Karten, so die drei seltenen zum Beispiel, die waren irgendwie alle kacke. Aber der Rest war okay. Ja gut, wir haben vier seltene, kriegt der eine Feuerball, zählt dazu. Und natürlich die Legitruhe, da haben wir eine legendäre Karte drin. Eismagier? Nee, Elektromagier meinte ich, das ist die Prinzessin. Ich glaube, das ist jetzt nicht unbedingt die Karte, die er sich gewünscht hat. Aber, ja, das ist dann halt so. Ich gucke nochmal rein. Ich glaube, das war der Elektromagier. Okay, ich krieg's gerade überhaupt gar nicht hin, da runter zu rollen. So, ja, der Elektromagier, das wäre jetzt richtig nice gewesen, hätten wir den Elektromagier gezogen. Leider war es so nicht der Fall. Aber er hat ein paar Karten auf jeden Fall. Ich denke mal, Titus, wenn du da ein bisschen spielst, kommst du in den Pokalen echt hoch. Das ist jetzt nicht das beste Nachthexendeck, aber es ist relativ einfach zu spielen. Und vielleicht spielst du es ja weiter, vielleicht klappt's. So, und dann ist mir eingefallen, ich habe noch eine Clan-Kampftruhe offen von letztem Wochenende. Die neue startet jetzt ja schon, die wollte ich auch noch aufmachen. Wir haben mehr Gold drin als der Kollege in der Magietruhe. Das finde ich auch immer lustig. Eisgolem, Ofen, drei Musketier. Naja, okay, die seltenen Karten sind ein bisschen besser. Der Heilzauber, okay. Kobolde. Auch die Tesla, krass, die Tesla richtig stark. Und zweimal der Bowler. Spiele ich im Moment auch gar nicht. War mal sehr stark, die Karte. Ah, die Chest ist auch jetzt nicht so krass. Also es gab einige Leute, die hatten eine Legi drin. Ich leider nicht.